Ja, wir sehen hier die weltgrösste Rösti, zelebriert vom Bauernverband der Schweiz. Nachhaltigkeit, Biodiversität und ganz, ganz viel Herdöpfel. Markus, ist das dein Abschiedsgeschenk zum Rücktritt? Dass du in der Welt noch die grösste Rösti zelebrieren? Ich habe Ihnen gedacht, das ist ein Startschuss für noch eine dynamische Arbeit vom Schweizer Bauernverband. Ja, aber bei der Biodiversität braucht es junge, florierende Pflänzchen und nicht alte, verdörrte Bäume, oder? Es braucht beides. Auch Totholz kann bei der Biodiversität sehr viel bringen. Auch das lassen wir stehen. Das ist dann wieder die Nahrung für die nächste Generation von Insekten. Landschaft, Gletscher, Biodiversität, die weltgrößte Rösti. Ja, es sind sehr wichtige Themen, vor allem Klima. Ich bin sehr, sehr glücklich, haben wir den Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Bla, bla, bla. Sie tut jetzt so ins grüne Parteiprogramm erzählen. Es geht um die weltgrößte Rösti. Sex mit Rösti, das ist das Größte. Also, so deutlich kann man jetzt das nicht sagen. Wer oder was würdest du gerne mal in die Pfanne hauen? Oi. Wir brauchen nicht einmal ein Bienchen, wir versammeln uns von allein. Und dann geht die Saat auf und wir können zuschauen. Und dann gibt es lauter rote Nelken? Nein, also eben, das wäre ja Monokultur, das wollen wir ja nicht. Diversity. Wenn die SVP geschützte Pflanze wäre, was für eine Pflanze wäre sie? Also sicher keine Mimose, sondern Rosen. Dornig, stachlich, schön. Und widerstandsfähig. Ein Enzian. Ein Enzian? Wieso ein Enzian? Wegen blauen. Und weil sie selten ist. Welche Pflanze wert SP? Am liebsten habe ich Kakteen, aber das sollte ich jetzt so nicht zu laut sagen. Kakteen ist mit ein bisschen Negativem verbunden. Kaktus kommt man über, wenn man irgendetwas Schlechtes gemacht hat, das nicht der politischen Korrektheit entspricht. Das passt ja zu eurer Partei. Durchaus. Der Bastian Giro, weil er nicht fliegen darf, tut er einfach sonst den gleichen. Er sei Pilot. Das Nägeli natürlich, also Nägeli auf Deutsch, Schweizerdeutsch, ja. Weil er alles nagelt? Ja. Wie komme ich da jetzt zu einer Portion Gratisrösti? Kannst du mir da dazu verhelfen? Das frage ich mich auch. Ah, gratis, es muss gratis sein. Ja, ich habe kein Geld dabei, ich ja, ich zahle dir's. Du bist so eine Arme, du musst zahlen.